Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur 11. Folge vom Mooncraft-Server. Ja, in der letzten Folge haben wir den Turm gebaut, den großen Terra-Turm. Das ist schon ziemlich lange her. Und ich würde gerne in dieser Folge wieder mal eine Oldschool-Folge machen, in der wir nicht so viel cutten, sondern mehr reden. Denn das wäre ganz cool. Erst muss ich herausfinden, warum ich das Gefühl habe, dass es laggt. Tut es aber gar nicht. Okay. Ich möchte mit euch diese Brücke besprechen. Das ist nämlich ein Thema, welches jetzt als nächstes kommt. Und zwar möchte ich natürlich, dass mein Pilzbiom irgendwie mit dem richtigen Festland verbunden ist. Das war es ja normalerweise. Hier war kein Fluss. Aber wie ihr in den Timelapse am Anfang der Folge gesehen habt, haben wir hier jetzt einen künstlichen Fluss hingezimmert, der hoffentlich einigermaßen natürlich aussieht. Und jetzt muss natürlich eine Brücke über diesen Fluss führen. Meine Idee war es jetzt, so eine Brücke schräg hochzubauen. Das ist auch ziemlich cool. Und versteht mich nicht falsch, mir gefällt das ziemlich gut, wie das aktuell aussieht. Aber ich hatte mir überlegt, wäre es nicht irgendwie auch ganz cool, eine steinerne Brücke hier rüber zu bauen, die so einen wunderschönen Bogen hat. Aber in dem Fall müsste die Brücke gerade sein. Und der einzige Spot, wo so eine gerade Brücke bautechnisch möglich wäre, wäre hier über den Fluss rüber. Und hier steht das Villager-Teil. Das heißt, es wird eine kleine Kollision dort geben. Aber ich glaube, ich behalte sogar diese Brücke. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau. Ich bin da recht unschlüssig. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir mehr Holz brauchen werden. Und dafür werde ich mir mal ganz kurz meine Axt in die Hand nehmen, die Sawmill, die ich hier habe. Und dann werde ich noch ein bisschen mehr Eichenholz farmen, weil ich habe mal wieder ein bisschen weniger am Start. Und das ist nicht so toll. Im Prinzip möchte ich ja das ganze Biom hier vollbauen. Ja? Und es soll eine eigene Fantasy-Welt werden und es soll ziemlich cool werden. Ich bin momentan auf einem Fantasy-Trip, es tut mir echt leid, aber ich möchte da so viel bauen und es wird zeitlich alles überhaupt nicht hinhauen, aber gut. Und die Brücke soll ja praktisch ins Pilzbiom rein, ja? Und im Pilzbiom drin wird es dann so sein, dass dieser Weg sich durch dieses Biom lang schlängelt. Es wird kein gerader Weg sein, es wird ein Weg sein, der sich wirklich kreuz und quer durch dieses Biom schlängelt, mal gut ausgebaut, mal weniger gut ausgebaut. Das werden wir dann je nach Situation entscheiden. Und dieser Weg wird dann verschiedenen, ja, Sehenswürdigkeiten, würde ich fast schon nicht sagen, weil es klingt halt zu sehr nach Tourismus. An besonderen Orten wird der Weg vorbeiführen, ja. Und einer von diesen besonderen Orten wird... Warte. Ja gut, das sieht man nicht, warte. Ich gehe mal ganz kurz raus, ich zeig das mal kurz. Da hinten. Da ist ja der große Berg. Und in dem großen Berg wird die Spitze von einem Schwert stecken. Und das Schwert wird so schräg aus dem Berg rausgucken. Das ist mein Plan und das wird ziemlich geil. Und wo dieses Schwert praktisch im Berg drin steckt, wird so eine Schlucht aufgehen. Da werde ich ein bisschen mit Obsidian, Lava und schwarzem Concrete arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es ziemlich cool sein wird. Zudem werden wir einen Vulkan auf die Insel setzen. Das, glaube ich, habe ich in den ersten Folgen auch schon mal gesagt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann ja mal ganz kurz in das Haus gehen, welches ich jetzt zumindest von außen als fertig bezeichnen würde. Von innen noch nicht ganz. Ich muss demnächst noch eine automatische Kelpfarm hier reinsetzen. Das war mein Plan. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich hier einen Aufzug reinsetzen soll, der mit einem Blockswapper arbeitet. Ist eigentlich die bessere Idee tatsächlich. Ist tatsächlich die bessere Idee. Dann muss ich nur diesen gesamten Aufzug wieder abreißen. Und darauf habe ich aktuell noch keine Lust. Aber in der Zukunft werden wir das machen. Also, das ist hier eine Karte vom gesamten Mooncraft-Server, ja? Wir sehen hier, wo der grüne Punkt ist. Das ist mein Haus. Und hier hinten ist das gesamte Pilzbiom drauf. Hier seht ihr noch einen kleinen Ausläufer, der aus der Karte rausgeht. Aber da ist nichts mehr. Also, das Biom ist nicht besonders groß. Und wir werden es durchaus schaffen, sehr viel von diesem Pilzbiom mit irgendwelchem Stuff zu bebauen. Und ihr seht schon, dass dieser Berg so ein bisschen in das Biom reinschneidet. Und hier auf der Spitze soll ja dieses Schwert drauf, ja, welches aus dieser Spitze rausguckt.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Vulkan hier hinten hinbauen. Ganz weit außen. Das liegt daran, dass wir hier schon ein paar Berge haben. Und hier ist auch diese Todesklippe, wo ich in der zweiten Folge runtergefallen bin, was nicht so geil war. Aber ja, wenn wir einen Vulkan hier hinten haben, könnte das schon ziemlich cool sein. Ich möchte noch einen Bereich haben, wo wir einen riesigen Wald hinbauen. Das könnte theoretisch hier hinten die Küste sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das wird sich, glaube ich, alles nach und nach ergeben. Wir sehen auf jeden Fall jetzt schon, dass der Fluss noch nicht existiert. Sehr gut. Ja, ich muss mal ganz kurz die richtige Karte finden. Das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Aha, das ist sie. Okay, alles klar. Ja, genau. Jetzt sehen wir hier, der Fluss führt hier einmal durch und trennt praktisch mein Pilzbiom von dieser Landzunge. Und jetzt sehen wir, dass wir die Brücke haben, die hier rüberführt. Und dieser Weg wird wahrscheinlich bei der Baumfarm hier rauskommen. Wir werden das bei der Baumfarm noch mal ein bisschen abreißen. Die Villager Farm ist ein bisschen im Weg, ich weiß. Und die passt überhaupt nicht in dieses Fantasy-Biom rein, aber wir werden die noch irgendwie zubauen. Vielleicht so einen großen Turm dahin. Bin mir da nicht ganz sicher, wie wir das machen. Aber das wird auch ziemlich cool. Und auf jeden Fall, der Weg wird dann so hier entlang führen, vielleicht am Berg vorbei und dann hier einmal quer durchs Biom. Das ist mein Plan. Und ja, dieser Plan ist sehr ambitioniert. Aber es könnte echt gut werden, wenn wir uns da ein bisschen Mühe geben. Ich sollte bei der Baumfarm nachgucken, ne? Ansonsten sind gleich wieder alle Saplings weg, ohne dass ich die eingesammelt habe. Das passiert mir einfach viel zu häufig. Im Prinzip wird der Weg hier unten lang gehen. Das denke ich ist schon in Ordnung. Okay, dann einmal ganz kurz alle Saplings einsammeln. Und dann einmal alles wieder anpflanzen, damit wir auch für die Zukunft weiterhin genug Eichenholz haben. Und dann können wir die Brücke ja zu Ende bauen. Das war nämlich eigentlich mein Plan dieser Folge. Jetzt habe ich schon 7 Minuten lang gelabert, wir haben noch nichts gemacht. Sehr gut. Aber das ist ja Standardprozedere auf meinem Kanal. Das sollte für euch ja eine Gewohnheit mittlerweile schon sein. So. Okay. Den Rest der Blätter, den lasse ich einfach mal. Na, den nehme ich trotzdem noch mit. So. Und dann kommen die Saplings hier in die Kiste rein. So. Naja, es haben anscheinend auch schon Leute meine Birkenfarm benutzt. Übrigens möchte ich mal ganz kurz anmerken, dass Birken in deutlich geradliniger Form wachsen als Eichen. Eichen sind so ein bisschen, ja, all over the place und Birken, die wachsen ein bisschen gerader, ein bisschen schöner. Naja. Ich habe tatsächlich kein wirkliches Muster gehabt, nachdem ich diesen Balken hier gebaut habe. Ich habe einfach, ja, random Holz platziert. Und ich denke mal, genau das werden wir hier auch tun. Wir werden random Holz platzieren. Nein. Ja. Ich werde, glaube ich, hier jetzt einen hochgehen. Nein. Das ist immer ein bisschen schwierig. Na toll, jetzt ist er runtergefallen. Ich versuche es mal von der anderen Seite. Versuche ich doch nicht. Es muss doch möglich sein, dass. Au. Ja. Habe ich Scaffolding? Nein, habe ich nicht. Sehr gut. Dann machen wir die altbewährte Methode. Den guten alten Kackstift. Und gehen hier einmal so hoch und gehen dann bis hier, würde ich sagen. Ja. Und können dann hier weiter hochgehen. Und gehen dann hier noch ein hoch. Und machen den hier und ein hoch müssen wir noch. Dann mache ich das folgendermaßen. Dann springe ich mal ganz kurz hier rauf. So. Im Prinzip so. Schauen wir mal ganz kurz an, wie das von außen aussieht. Das könnte jetzt total desaströs aussehen. Ja, ich glaube, die andere Seite gefiel mir fast noch besser, ne? Es soll so verschnörkelt sein, ja? Es soll keine gerade Linie sein, es soll so ein bisschen. Wobei, von dieser Seite geht's voll. Von dieser Seite hat es schon dieses Feeling, was ich haben wollte. Gut, dann müssen wir im nächsten Schritt
den hier machen. Und ich glaube, dadurch könnte es schon deutlich besser aussehen. So. Zack. Und zack. Und zack. So. Muss das so sein? Ja, das muss so sein. Okay. Und im Prinzip, hier geht das Ganze dann einen Block weiter hoch. Es ist ein bisschen schwierig zu kommentieren, wenn man so ein Zeug baut, weil, ja, man baut halt. Man fokussiert sich im besten Fall auf das Bauen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Ja, das sieht schon deutlich besser aus. Jetzt sieht es auch mehr wie eine Brücke aus, als wie ein Holzunfall, den ich dann gekleistert habe. Wenn wir das Ganze jetzt auf der anderen Seite nochmal bauen, dann dürfte die auch ein kleines bisschen besser aussehen als zuvor. Ja, genau das wollte ich nicht. Super. Im Prinzip kann ich das so machen. Dann setzen wir hier einen Erdblock hin und zwei Holz. Und dann machen wir den hier. Und den hier. Und hier muss wieder ein Erdblock hin und den hier. So. Und auch hier müssen wir das Ganze so bauen, wie ich das sehe. Und im Prinzip können wir hier dann den hier machen. Den wollte ich die ganze Zeit eigentlich machen, aber da hatte ich kein Holz mehr. Das ist so ein Standardding bei mir, dass ich kein Holz habe. Aber das denke ich mal auch verständlich. So. Ich würde das aber lieber so ausbauen, dann sieht das ein bisschen merkwürdig aus. So. Okay, schauen wir uns das Ganze von unten an. Ja gut, das sieht jetzt extrem hässlich aus, weil da noch ein bisschen Holz fehlt. Aber die Brücke an sich, das geht voll, finde ich. Das ist durchaus machbar. Dann werde ich mal ganz kurz hier das Holz nochmal einsetzen, damit wir zumindest hier diese ganze schreckliche Erdschicht weg haben. Ja, auch hier würde ich sagen. Okay. Dann machen wir einmal den hier. So. Ja, es sieht ganz gut aus, denke ich mal. Gut, wir können hier noch ein bisschen Forest Dirt reinpacken. Und das hier soll natürlich alles Holz werden. So, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Forest Dirt. Je nachdem. Schauen wir mal. Vielleicht hier. So. Und dann können wir hier vielleicht noch ein Forest Dirt reinpacken. So. Ja, das geht eigentlich in Ordnung. Das geht eigentlich ziemlich in Ordnung. Okay. Wie sieht die Brücke aus, wenn man da drüber läuft? Ich habe keinen. Doch, ich habe noch Essen. Fast ein bisschen niedrig, oder? Wenn ich mir das Ganze so anschaue. Wenn wir hier sowas machen. Ja, wobei das geht eigentlich. Und hier sollte das ja eigentlich auch kein Problem. Ich habe kein Holz mehr. Wie war das? Standardprozedere bei mir, ne? Ich habe kein Holz mehr. Der Spruch kommt etwa 30 Mal am Tag. Gut, von hier aus sieht das noch ziemlich hässlich aus, zugegeben. Ja, da müssen wir was tun. Das sieht extrem hässlich aus von hier. Vielleicht packen wir einfach so einen Buschbogen darum. Keine Ahnung. Irgendwie muss es ja dann am Ende gut aussehen. So, dann werde ich wahrscheinlich jetzt warten, bis die Bäume wieder nachgewachsen sind. Ah, ein paar sind schon nachgewachsen. Ja. Ich überlege gerade, was für Zäune wir hier an die Seite bauen. Überhaupt Zäune? Ja, Zäune sollten wir auf jeden Fall da schon reinsetzen. Habe ich denn noch Zäune? Das ist jetzt die Frage. Nein, das ist die Antwort. In dem Fall muss ich mir natürlich noch ein paar Zäune machen. Jetzt. So, wie viele Zäune bekomme ich da raus? Ein paar. Vielleicht reicht das ja zumindest für einen kleinen Teil. Ich würde im Prinzip solche Dinger hier auf jedem zweiten Block haben. Und jetzt laggt es tatsächlich. Hä? Wieder 60 FPS?
Ihr könnt mir nicht sagen, dass es 60 FPS sind. Merkwürdig. Vielleicht bin ich einfach nur zu hohe FPS-Zahlen. Okay, das ist jetzt natürlich ein Problem. In dem Fall machen wir einfach den hier. So, ein bisschen gecheatet, aber gut. Und auch hier machen wir den hier. Und auf diesem Block kommt das nächste. Und auf diesem Block kommt der nächste Balken. Und auf diesem Block. Und hier. Und hier. Und hier theoretisch, ne? Das sieht, glaube ich, schon mehr nach einer Brücke aus. Wir schauen uns das Ganze wieder von außen an. Ja, das sieht schon mehr nach einer Brücke aus. Okay, dann habe ich jetzt noch eine weitere Idee. Und zwar können wir diese Dinger jetzt auch oben. Und unten ist ein bisschen doof. Dann machen wir sie nur unten hin. So. Und ja, dieses Geländer ist ein bisschen sinnfrei, weil man kann trotzdem runterfallen. Ich weiß. Aber es ist ja rein aus optischen Gründen da. Und ja, wenn diese Brücke sehr kaputt aussieht, das ist gewollt. Das ist tatsächlich gewollt, dass sie so ein bisschen kaputt aussieht. Ja, das geht eigentlich in Ordnung. Wenn wir das Ganze mit ein paar Blättern noch verfeinern, dann geht das schon in Ordnung. Und ja, da, gut, das hier unten geht überhaupt nicht in Ordnung. Das müssen wir definitiv noch fixen. Aber dazu kommen wir dann in nächster Zukunft noch. Ja. Gut. Dann werde ich mich jetzt nochmal kurz schlafen legen. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Dann würde ich sagen, dass ich auch diese Folge gleich beende. Haben wir zumindest die Brücke fertig gebaut. Das ist doch ganz schön. Und ja, mir gefallen solche Oldschool-Folgen eigentlich auch. Da kann ich wieder meine nicht vorhandene Redekunst zum Beweis stellen und euch richtig auf den Senkel gehen. Ich werde nochmal ganz kurz hier die Karotten abernten. Das machen wir noch in dieser Folge. Dann gehen wir nochmal kurz zum Villager und traden ein bisschen. Wir haben aktuell noch so ein paar kleine Probleme mit den Villagern. Und zwar haben wir den Mending Villager oben stehen. Und der steht direkt neben einem Lectern. Aber er sagt die ganze Zeit, dass er keine Workstation hat. Also wir haben ein Datapack installiert, welches uns sagt, ob die Villager eine Workstation in der Nähe haben. Das ist, welcher ist das? Der hier, ne? So, wir können jetzt mal ganz kurz hier den Command ausführen. Trigger. VHS. VWH Find Station. Und da steht jetzt, this Villager does not have a Workstation. Der Lectern ist gleich hier hinten. Also wir haben auch schon probiert, hier zwei Lecterns reinzustellen. Wir haben schon probiert, den abzubauen und ja, es klappt alles nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig mit den Villagern momentan noch, sehr friemelig alles. Ich hoffe, dass Mojang da irgendwann nochmal was macht, aber vielleicht sind wir auch einfach so doof, das kann auch sein. Gut, dann würde ich jetzt sagen, dass wir eine recht erfolgreiche Folge hinter uns haben und dass wir uns in der nächsten Folge von Minecraft wiedersehen. Ich gehe nochmal ganz kurz zum Folgenabschluss oben auf den Terra Tower rauf, um dort einmal die Aussicht zu genießen und auch die Brücke von hier oben zu inspizieren. Denn das können wir ja auch machen, wie sie dann von oben aussieht. Gut. Von oben? Ja doch, es ist definitiv erkennbar eine Brücke. Wenn man in Minecraft etwas baut und es ist am Ende erkennbar, dann hat man alles richtig gemacht. Gut, Leute. Wow. Okay, da hinten ist einiges passiert. Das muss ich mir gleich in der nächsten Folge anschauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.